Wir nutzen den digitalen Zwingen für Entwicklungen im Bereich Mobilität. Also zum Beispiel Dinge, die auch schwierig sind und die kann man dort ausprobieren. Wir trainieren die künstliche Intelligenz mit dem digitalen Zwilling und schauen auch, wo kann man Sicherheitsgewinne erzielen, zum Beispiel bei Fahrradfahren oder gegenüber Fahrradfahren. Und schließlich wollen wir auch die Cybersicherheit erreichen und da kann ein digitaler Zwilling dazu beitragen, wie man sich verteidigt oder wie man angegriffen werden kann.